Kennen Sie diese neue Betrugsmasche? Das ist die Abzocke mit den Rechnungen, die an die Firmen rausgehen und die so aussehen, als ob sie vom Gericht kommen. Das sind die Dinger, da steht groß, fett das Wappen drauf, sieht super amtlich aus. Manchmal steht auch der Bundesadler drauf. Und das sieht dann so aus, als kommt es vom Gericht, vom Handelsregister, vom Gewerbeamt. Bevor Sie Ihr Geld ins Nirvana schicken, wenn Sie so eine Abzockerechnung bezahlen, erkläre ich Ihnen heute ganz genau, wie Sie erkennen, ob das eine Fake-Rechnung ist und vor allen Dingen, wo Sie nachschauen können, ob Ihre Rechnung eine echte ist, die Sie ruhigen Gewissens überweisen können. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie mit einem Abo hier dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich garantiere Ihnen, Sie sind der Erste, der in Sachen Steuer- und Finanzamt Bescheid weiß. Ja, was sind das für Dinger, diese gefälschten Gerichtskostenrechnungen? Wir haben ja jetzt wieder Saison dafür. Na, das ist immer der Frühling, jedes Jahr. Da schicken diese Abzockefirmen diese Rechnungen an die Unternehmen in Deutschland raus. Egal wie groß oder klein ihre Firma ist, sie kriegen so ein Ding mit der Post. Und da steht dann eben groß und fett drauf, dass es vom Handelsregister kommt oder vom Gericht. Es sieht super amtlich aus. Unten finden Sie immer einen vorbereiteten Überweisungsbeleg und oben eben, damit es so richtig schön amtlich ausschaut, ein Wappen, den Bundesadler. Ich zeige Ihnen auch mal, wie die Dinger genau aussehen, damit Sie sich da ein Bild von machen können. Ja, hier sehen Sie das. Wir haben hier ein Beispiel auf der Seite für gründer.de. Da sehen Sie hier oben links, wie so ein Dokument aussieht. Das sieht aus, als kommt es vom Gewerberegister, Handelsregister, Bekanntmachungen. Dann haben Sie rechts auch einen Barcode und diesen schwarzen Pfeil, wo drunter steht, bei Zahlungen bitte immer angeben. Das ganze Ding sieht auf den ersten Blick echt amtlich aus. Sie haben hier in der Mitte auch eine Zahlungsfrist. Ja, ich habe noch ein anderes Beispiel dabei. Sie sehen hier BDL, Bundesregister der Länder. So ein Ding gibt es gar nicht. Ja, hier drunter steht das Gewerberegister der Länder. Auch das gibt es nicht. Das ganze Ding sieht auch sehr amtlich aus. Sie sehen hier Gebühren in der Mitte, Handelsregistertext. Auf den ersten Blick sollen Sie hier schlappe 797,30 € bezahlen. Und einer geht noch. Hier ist auch so ein Beispiel. Handels- und Gewerberegister. Das soll hier der Absender sein. Hier ist immerhin so ein halber Bundesadler drauf. Und auch hier wieder. Sie finden hier das Wort Rechnung, darunter steht Amtsgericht Frankfurt am Main. Ja, das Ding ist jetzt hier von 2014. Gehen Sie einfach auf Google oder Ecosia oder eine Suchmaschine und geben ein gefälschte Gerichtskostenrechnungen. Die Dinger sind noch und nöcher unterwegs und auch immer auf den Bildern zu sehen. Das hier ist jetzt eine, da werden 362,82 € verlangt. Das ist stark. Ne? Sie werden sagen, okay, das kann ich ja gar nicht erkennen. Wie soll das denn auch meine Buchhaltung erkennen? Die, die bei mir die Zahlungen, die Überweisungen machen. Und es kommt ja so viel rein. Ich bin beim Gewerbeamt gelistet, bei der IHK. Wenn Sie eine GmbH haben oder ein eingetragener Kaufmann sind zum Beispiel, dann sind Sie auch im Handelsregister. Und von da aus denkt man, kommen auch diese Rechnungen. Mein erster Tipp in dem Zusammenhang ist, diese Rechnungen kommen nur, wenn Sie was machen. Wenn Sie also im Handelsregister was ändern, indem Sie den Firmennamen ändern, Sie haben einen Umzug, es gibt einen neuen Chef, einen neuen GF, dann sind Sie beim Handelsregister, da wird es eingetragen und dann kommt als nächstes die Rechnung vom Handelsregister. Das wird Ihnen aber auch der Notar sagen, der das für Sie beurkundet. Also auf jeden Fall, wenn Sie nichts machen, wenn Sie Ihre Firma schon immer und auch heute da haben, wo sie ist, kein Umzug, kein Wechsel und nichts, dann bekommen Sie schon mal keine Rechnung vom Handelsregister. Sie können aber, und das ist jetzt eben die Saison im Frühjahr dafür,
Sie können Post bekommen vom Bundesanzeiger. Wer das macht, kennt das. Der Bundesanzeiger, das ist die Plattform, wo die Firmen in Deutschland ihre Jahresabschlüsse veröffentlichen müssen, einmal im Jahr. Und wenn sie das nicht machen, dann kommt Post, und zwar genau jetzt, April, Mai, ist die Saison dafür. Und dann kriegen sie eine freundliche Erinnerung mit einer Ordnungswidrigkeit, einer Strafe in Euros. Und als nächstes kommt wieder so eine Erinnerung, wenn sie nicht den Jahresabschluss einreichen. Dann kann es passieren, dass sie ein Dokument in der Post haben, was aussieht, als kommt es vom Bundesanzeiger, ist aber gar nicht so. Deswegen zeige ich Ihnen heute, wie Sie die echten Rechnungen erkennen. Ja. Wir haben das hier. Sie sehen hier die amtliche Seite. Das ist bundesanzeiger.de. Keine Sorge, ich habe es auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da können Sie es in aller Ruhe nachschauen. Der Bundesanzeiger ist die Seite, wo Sie eigentlich das veröffentlichen würden. Ja. Wenn Sie den Jahresabschluss online einreichen. Und Sie sehen schon hier, der Bundesanzeiger warnt, Vorsicht vor unlauteren Anbietern. Ja, und das ist genau das Ding hier, die warnen vor den Angeboten und Bescheiden. Manchmal steht Angebot drauf, manchmal Bescheid über angebliche Registereintragungen für Unternehmen im Unternehmensregister und auch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung eben in diesem Bundesanzeiger. Ja, und ich habe Ihnen ja versprochen, wo Sie nachschauen können, um zu finden, ist jetzt meine Rechnung echt oder nicht. Der Bundesanzeiger hat hier eine PDF-Datei und auch eine CSV. Und wenn Sie da drauf gehen, dann finden Sie die Liste. Alphabetische Übersicht, ne, streng geordnet. Und hier sehen Sie, das ist so eine Art, ja, ich würde mal sagen, schwarze Liste von den Abzockfirmen, die wir da so haben. Fängt oben an mit ADV, da gibt es verschiedene Firmen, die das vorne dran haben, das Kürzel. Dann sind so Dinger dabei, allgemeines Branchenregister. Dann hier allgemeines Gewerberegister. Ups. Na, will er nicht. Allgemeines Gewerberegister hier. Das sieht alles auf den ersten Blick erstmal richtig amtlich aus. Ja. Das ist leider super klein geschrieben und es ist ein paar Seiten lang. Sie sehen, wie viele Firmen da ihr Unwesen betreiben. Hier sehen Sie auch, dass welche dabei sind, die nennen sich Handelsregisterbekanntmachungen. Sieht richtig schön amtlich aus. Hier haben wir auch das Handels- und Gewerberegister. Keiner von denen ist echt. Ja. Deswegen Vorsicht, wenn Sie so Rechnungen bekommen. Per Post überwiegend, per Fax kann das auch noch kommen, auch wenn das Fax eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Und es kommt mittlerweile auch per Mail. Wenn Sie solche Dinger bekommen, ist mein Tipp für Sie, schauen Sie in diese schwarze Liste rein, ob der Absender von der Rechnung da draufsteht. Und auch wenn er nicht draufsteht und Sie haben insgesamt einfach kein richtig gutes Gefühl, gerade wenn Sie mein Video gesehen haben, dann schauen Sie, welches Gericht ist für Sie zuständig. Ja? Wenn Sie eine GmbH sind, ein eingetragener Kaufmann, eine UG, also wenn Sie einen Handelsregistereintrag haben, den Sie auf Ihren Geschäftsbögen und auf den Briefbögen und auf den Rechnungen immer unten drunter stehen haben, es fängt mit HRA oder HRB an, dann haben Sie ein Handelsregister. Das Handelsregister ist beim Amtsgericht und nirgendwo sonst, bei keinem Handelsregisteramt oder sonstigen. Und Sie wissen genau, welches ist für mich zuständig. Und wenn Sie Ihre alten Akten durchforsten, dann rufen Sie da an und machen sich schlau, ob Ihre Rechnung, die Sie da gekriegt haben, korrekt ist und wofür die eigentlich ist. Ne? Und wenn Sie sagen, okay, ich bin nicht im Handelsregister oder ich weiß es nicht genau, aber das mit dem Jahresabschluss, mit dem Bundesanzeiger, das gibt mir schon zu denken, dann rufen Sie beim Bundesanzeiger an, schicken eine E-Mail hin, dann haben Sie auch mehr in der Hand. Und machen sich schlau, ist diese Rechnung korrekt oder nicht. Und dann können Sie sich auch sparen, das gesamte Kleingedruckte auf dieser Rechnung durchzulesen. Ja, ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wenn Sie wollen, hören Sie nochmal in den Podcast rein zur Sendung. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis bald. Ciao.